Herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei BewusstTV. Wir haben heute die Kripo im Haus und zwar in Form einer jungen Kriminaloberkommissarin aus Berlin. Yvette Pfeiffer, da muss ich erstmal fragen, ein F oder zwei F? Fällt dir nichts zu ein? Ich dachte, das Nee, wirst du immer da bin ich gefragt. jetzt total platt. Okay, gut, aber Yvette Pfeiffer hat einen Brief geschrieben an die britische Botschaft. Das ist auch im Internet rumgegangen. An alle Botschaften. Auch ging eine Kopie an die Alliierten Nee, es sozusagen. ging im Original an alle Alliierten. Okay. Und damit hinterfragst du im Grunde die Existenz der BRD als Staat und wolltest wissen, was ist eigentlich dein Befehl oder wonach kannst du dich eigentlich richten, oder? Ich hinterfrage nicht die BRD als Staat, ich hinterfrage einfach meine Aufgabe, meine Arbeit. Wie hat das angefangen? Ich meine, man kann das natürlich im Internet jetzt alles nachlesen, aber vielleicht erzählst du mal einfach selber, wie kommst du auf dieses schmale Brett? Also ich habe halt irgendwann im November 2008 eine Anzeige auf den Tisch bekommen von einem bayerischen Beamten. Da gehe ich davon aus, der wird schon wissen, was er tut. Und der hat mir also einen Strafantrag überschickt, übersandt sozusagen und hat verschiedene Gesetzestexte genannt, die ich nicht kannte. Und weil ich meine Aufgabe als Kriminalbeamtin so verstehe, dass ich halt Ermittlungen tätige und auch Dinge wissen sollte, die mir da so angetragen werden, habe ich halt angefangen, mich da in die Texte einzulesen. Es war halt Völkerstrafgesetzbuch, das ich nicht kannte. Römische Statuten, die ich nicht kannte, dann Haager Landkriegsordnung und Rechtsbereinigungsgesetze, die da benannt waren, kannte ich alle bis dahin nicht. Und dann habe ich halt angefangen zu lesen und habe Im mich erstmal Internet oder gewundert. richtig auch Nee, in erstmal, Bibliotheken und also so? ich habe halt erstmal meine Beck'schen Texte genommen und hatte da dann Auszüge drin. Beck ist Strafgesetz oder was ist das für? Na, Oder? also das ist ein Verlag, der Beck Verlag. Ja, Und das sind halt einfach Gesetzestext ist so einfach. Handbücher sozusagen, die halt jeder Polizeibeamte sich in sein Täschchen stecken kann und mal schnell nachschlagen kann, wenn er möchte. Also sind halt wirklich so knappe, kurze Gesetzestexte. Und ist da jetzt schon was drin zu finden, wo man eigentlich stutzig wird? Eigentlich, dann müsste eigentlich ja jeder mal stutzig werden, wenn er die Gesetzestexte mal wirklich durchliest, oder nicht? Nö. Also das fand ich nicht so unbedingt. Also wenn ich halt mir Strafgesetzbuch vornehme im Beck'schen Text, dann ist es ja nichts Ungewöhnliches von der Sache her. Ungewöhnlich wird es dann halt nur, wenn da Gesetzesänderungen ins Spiel kommen, die das alles so ein bisschen in Frage stellen. Also wie dann halt bei den Rechtsbereinigungsgesetzen, also gerade beim zweiten, wenn man da dann liest, dass es eine Strafrechtsänderung gab, also die Änderung des Änderungsgesetzes sozusagen. Und dann man mit dem Hinweis, also wenn man halt im Bundesgesetzblatt nachschlägt, in der Bibliothek dann beispielsweise, das ist halt sehr gut machbar, weil da die verschiedenen Bundesgesetzblätter nebeneinander stehen, kannst du halt erst sozusagen das zweite Rechtsbereinigungsgesetz rausnehmen, schlägst dir das entsprechend auf und dann guckst du halt, was dich interessiert. Meinetwegen 9. Strafrechtsänderungsgesetz geändert. Und dann guckst du halt, wann es geändert worden ist, in welchem Bundesgesetzblatt das veröffentlicht wurde. Und das habe ich mir rausgenommen und habe es nachgelesen. Und war erstaunt über einige, also über die Änderungen, die da gemacht wurden. Kannst du ein Beispiel nennen, was ich jetzt Ich zusammen habe hast? es nicht parat, weil es ist einfach Ein so paar viel. Sachen hast du ja hier angeführt. Ist das sinnvoll, das vielleicht einfach nochmal die drei, vier, fünf, sechs Punkte zu sagen? Also erstmal erklärt, dass du herausgefunden hast, du bist Beamtin des Deutschen Reichs. Naja, das ist ja dann schon wieder weiterführend. Ja. Das ist ja dann schon wieder Lektüre von den 2+4 Verträgen und von Potsdamer Abkommen und so weiter und so fort. Also das ist ja dann schon wieder noch weiter in die Geschichte sozusagen rein, in die geschriebene Geschichte und in die offenkundige Geschichte. Ja, du schreibst hier, mein dienstliches Handeln erfolgt nach Gesetzgebung des Deutschen Reichs und nach aufgrund des Befehls der Alliierten. Das sind Mutmaßungen, ja? Also ich meine, weißt du, das ist Aber das ja. sind deine Ermittlungsergebnisse. Das ist das, was ich für mich jetzt als Ergebnis erstmal festgestellt habe. Dann wolltest du von der britischen Botschaft sozusagen oder von den Alliierten die Erteilung eines eindeutigen Befehls für dein dienstliches Handeln, die Mitteilung der Befehlsnummer.
und entsprechende Mitteilung an den Polizeipräsidenten. Ja, und dann beziehst du dich noch auf Artikel 20 Grundgesetz, in Verbindung mit Artikel 20.3 Grundgesetz. Heißt also, was bedeutet das für dich? Du weißt also gar nicht mehr, wie du dienstlich handeln sollst oder worauf du Ja, dich berufen kannst. genau. Also nachdem, was ich jetzt alles gelesen habe, also wirklich auch in Büchern gelesen habe, in der Bibliothek gelesen habe, also ich war halt in der juristischen Bibliothek der Humboldt-Universität. Und da sind ja so alle gängigen Gesetzestexte, die jetzt gerade aktuell gültig sind, halt lesbar, nachschlagbar, ist halt alles zu finden, was man so braucht. Und ja, wenn man das so, oder nachdem ich das alles so gelesen habe und versucht habe einzuordnen, was wirklich einige Zeit gedauert hat, weil ich irgendwie schon das Gefühl hatte, dass mein Weltbild als Polizistin, wie ich das bisher hatte, total aus den Fugen gerät und geraten ist mit dem, was ich da lesen durfte. Also da letztendlich brauchte es auch gar nicht irgendwelche Beratungen von außerhalb oder so. Das war halt einfach für mich so ein intellektuelles, emotionales Verstehen und begreifen, was da überhaupt in diesen ganzen Texten geschrieben ist, was unsere Gesetzgeber und alle, die da irgendwie einwirken, da geschaffen haben. Und ja, dass ich halt eine Befehlsnummer von den Alliierten mir abfordere, das ist dann sozusagen ein konsequentes Handeln. Also empfinde ich das jedenfalls. Eigentlich Also müsste es jeder es machen. kann auch sein, dass andere das anders sehen, weil meinetwegen die Texte anders lesen oder andere Informationen haben. Aber diese möglicherweise anderen Informationen habe ich ja versucht zu bekommen von der Behörde. Aber also das ist halt irgendwie ja ganz schade, dass da nichts kam von der Stelle. Vielleicht würden wir hier gar nicht sitzen, wenn die sich einfach mal mit mir hingesetzt hätten und gesagt hätten, pass mal auf. Lies es doch mal so und so und so. Dann wäre ich vielleicht jetzt auch gar nicht in so einem Konflikt, in so einem Interessenkonflikt. Also mein Anspruch als Kriminalpolizistin ist halt, den Leuten zu helfen, Straftaten aufzuklären, Wahrheit, Wahrhaftigkeit zu finden, Tatsachen rauszufinden. Und wenn ich dann halt lese, dass ich halt meinetwegen ein paar Gesetze nicht anwenden darf, weil die gestrichen wurden, dann bekomme ich da Probleme. Wenn ich halt weiß, dass halt meinetwegen ein Waffengesetz oder sowas kein Gültigkeitsbereich. Also das jetzt, also ich mutmaße das jetzt, ich weiß es nicht. Beim BTMG habe ich es gesehen, da ist kein Geltungsbereich drin. Aber bei verschiedenen anderen, also oder vielmehr, wenn ich halt dann irgendwie sehe, dass das Gesetz keine Gültigkeit hat, weil es meinetwegen mit den Rechtsbereinigungsgesetzen geändert wurde, aufgehoben wurde. Dann kann ich als Beamtin da einfach nicht mehr ermitteln, weil ich dieses Gesetz einfach nicht mehr anwenden darf. Und das habe ich irgendwie gar nicht verstehen können, dass die Behörde sich da nicht mit mir hinstellt. Also da wäre halt ein Eigentlich denkt Justiziar, man, das wäre das Einfachste von der Welt. da geht man davon aus, dass sie dann sagen, kommen Sie mal her, das ist so und so zu verstehen und das ist eigentlich alles ganz klar, aber nichts dergleichen ist passiert. Was ist denn dann stattdessen passiert? Also nachdem du diesen Brief geschrieben hattest, der wurde ja im Internet auch verbreitet, was kam dann? Naja, also das ist eigentlich, finde ich, gar nicht so. Für meine Arbeit als Polizistin ist ja dieser Brief schon von Belang, auf jeden Fall. Aber was mir eigentlich so schleierhaft ist an der ganzen Geschichte, jetzt mal in der Behörde nochmal betrachtet, weil da war ich jetzt noch nicht ganz durch, ist, warum das so wichtig ist, jemand in eine bestimmte Ecke zu schieben, wie es ja halt viele erlebt haben, die sich mit dem Thema so auseinandersetzen, dass man halt in so eine gesundheitliche Schiene geschoben wird, anstatt den Leuten halt zu sagen, so pass mal auf, so und so sieht's aus. Du kannst die Gesetze alle weiterhin anwenden, weil die und die Voraussetzung gegeben sind. Die Leute, die die Anzeige machen, sind juristische Personen. Die Gesetze, die hier dir vorliegen, sind anwendbar auf diese Personen, die die Anzeigen machen. Weil sie Personal sind. Weil sie einen Personalausweis haben. Ich meine, das wär doch total easy, ja? Auf dem Weg kann ich ja auch gut weiter ermitteln, weil dann muss ich mir echt keine Platte machen. Aber wenn man halt davon, ich bin ja davon ausgegangen, dass das halt alles ganz normale Menschen sind, die halt ihre Rechte und ihre Pflichten haben.
die sich, sage ich mal, jetzt außerhalb dieser Gesetze bewegen, dann kriege ich dann aber ein Problem. Also das Problem ist halt wirklich für mich, dass ich halt das erstmal für mich so einordnen durfte jetzt so im Laufe der Zeit, wie sich das verhält mit diesen Gesetzen, was diese Gesetze im Prinzip für einen Status haben. So, und da kommt dann das Schreiben ins Spiel. Dadurch, dass es halt so eine große Verbreitung gefunden hat im Internet oder auch von Hand zu Hand weitergegeben wurde, auf YouTube irgendwie veröffentlicht, wie auch immer, keine Ahnung, kamen halt viele Menschen auf mich zu, die mir viel erzählt haben. Also die unterschiedlichsten Ansätze haben von das Grundgesetz hat Gültigkeit, ist auch eine Tatsache, stimmt.